Schauen wir mal, was wir als nächstes haben hier. Im Strafenregister. Eieieiei, meine Damen und Herren. Hier wird es jetzt sehr interessant. Ich würde Ihnen jetzt hier gerne an dieser Stelle mal ein wunderschönes Bild zeichnen. Da das ja an der Vergangenheit so gut angekommen ist und wir nicht einfach nur so sinnlos in die Fälle reinspringen wollen, machen wir das heute mal ein bisschen ausführlicher. Machen Sie mal die Augen zu. Machen Sie mal die Augen zu. Stellen Sie sich mal Folgendes vor. Japan. Japan. Bisschen östlich auf dem Kontinent. Wie immer. Bisschen wölklich. Keine Sonne zu sehen. Leicht grau. Wolkig. Bisschen Pummeluftwolken. Aber grau. Vollgesaugt mit Wasser. Sie wollen eigentlich alles loswerden. Machen Sie aber nicht. Ist trocken. Kühl. Steife Brise. Ein ganzer Haufen rollender Startziel runter. Mit Schmackes. 70 km/h und danach ist grün und geht's los. Nach dem kommt ein sehr schnelles Wusch. Und bei diesem Wusch kommt es meistens dazu, dass es so ein bisschen zu Rangeleien kommt. Der ein oder andere macht mal den Griff durchs Fenster beim Nachbarn, klaut sich eine Pommes und stellt fest, oh, das ist vielleicht ein bisschen dicht. Und dann gibt es aber auch noch Leute, die haben das dringende Bedürfnis, noch den Einkauf aus dem Kofferraum zu klauen. Der Einkauf aus dem Kofferraum ist aber gar nicht so leicht zu erreichen. Da muss man schon wirklich Press ran muss man. Und das ist hier an der Stelle gar nicht so einfach, weil nach dem ersten Fisch kommt einmal Fisch. Und da ist meistens das Problem, wenn man in den Kofferraum rein will, weil dieses Fisch ist gar nicht so einfach, wenn man sich damit nicht wirklich auseinandersetzt. Und eventuell, und das werden Sie jetzt rausfinden, wenn Sie das Material sehen, was sich hier etwas schneller bewegt, außer meine Worte, können Sie feststellen, dass es vielleicht problematisch ist an dieser Stelle. Aber lassen wir doch mal das Beweismaterial ablaufen. Hier muss man übrigens ganz klar sagen, das Kofferraummanöver wurde vorher erkannt und auch ganz schnell wieder revidiert und nicht gemacht. Aber beim zweiten Mal war es Karate-Wandi. Tja, das ist wirklich ein klassisches Handgemenge gewesen, nicht? Und da wir ja hier auch einen Bildungsauftrag haben, meine Damen und Herren, an dieser Stelle würde ich Ihnen an der Stelle erstmal A empfehlen, machen Sie ruhig. Machen Sie ruhig. Auch in den ersten drei Kurvenkombinationen kann man 20 Plätze gewinnen, kann man aber auch nicht. Und ich kann Ihnen aus Erfahrung sagen, die anderen machen das schon. Die arbeiten für Sie. Wenn Sie einfach ruhig hinterherfahren, die anderen machen das schon. Immer ganz entspannt bleiben. Einfach mal ein bisschen rollen lassen. Mal einfach ein bisschen entspannt bleiben und dann geht das. Aber auch hier, bisschen spät gebremst, ist aber auch wirklich nicht so einfach, darauf zu reagieren an dieser Stelle, weil jetzt an der Stelle der Fahrer in dem Stuttgarter Fahrzeug hier, der konnte auch gar nichts sehen, weil zwischendurch, als das Bremsmanöver losging, nimmt das Ganze nicht in Schutz, möchte ich nur ganz kurz mal anmerken, was hier die Schwierigkeit sein könnte. Hier sind alle in einer Linie gewesen. Schön, dass die Leertaste wieder nicht funktioniert hat. Hier sind alle in einer Linie gewesen. Und wenn wir jetzt mal... Es kann ja immer sein, dass Menschen einen Singlescreen haben, ne? Das heißt also, der hier kann an dem Auto nicht vorbeigucken und der sieht nicht, was hier vorne passiert. Und der fährt ja eigentlich im Grunde genommen nur reagierend auf Rücklichter. Der sieht nur seine Rücklichter. Und jetzt pass mal auf. Seine Rücklichter sind nicht an. Moment. Sind sie? Jetzt sind sie an. Und er hält immer noch voll drauf. Und jetzt kommt seine Reaktionszeit. Und die ist ein bisschen spät. Die Reaktionszeit ist spät, weil also er reagiert auf seine Bremslichter. Und was anderes bleibt euch auch beim Fahren gar nicht übrig, als auf die Bremslichter zu reagieren. Aber ich würde mal gleich ein bisschen schärfer reagieren an der Stelle. Weil das führt meistens dazu, also gerade hier in Japan. Aber trotzdem, eine Kleinigkeit möchte ich hier auch noch mit anmerken, was ich nicht so schön finde.
Der McLaren reagiert auch nicht so schön. Pass mal auf, weil der McLaren macht an der Stelle auch noch einen kleinen Fehler. Der tritt zwar hier auf die Bremse und reagiert hier auch und wird langsamer, aber er lässt hier die Bremse los. Und das verstehe ich auch an der Stelle nicht. Also auch wenn der Verunfallte sollte trotzdem auch die Bremse drücken, weil er kommt jetzt hier rückwärts wieder auf die Strecke gefahren und das hätte man verhindern können, indem man einfach auf der Bremse bleibt. Nichtsdestotrotz ist der Porsche dafür, dass er hinten raufgefahren ist, immer noch schuld. Und Suzuka ist wirklich ein heißes Pflaster dafür. Also es ist wirklich sinniger, in Suzuka Piano zu machen, im ersten und zweiten Sektor und dann später einfach reinzugehen. Und es ist natürlich wieder Runde 1. Und Runde 1 wird noch ein bisschen schärfer bestraft an der Stelle. Also das ist hier nicht mal Causing a Collision mit 0,6, sondern das ist eine Causing a Collision mit 1,0 Safety Rating abgezogen. Hier knallt's im Gebälk. Der Report-Video entspricht nicht der Guideline. Das ist abgesprochen, Klausi. Das ist abgesprochen und das geht durch. Das ist durchgeguckt und wird so akzeptiert. Mit dem Vermerk dazu. Ist aufgefallen und wurde vorher schon geklärt. Das hier ist für, das Videomaterial ist für Bildungsaufträge gedacht, weil es sehr, sehr schön ist und sehr wichtig ist, das zu erklären. Aber er ist nur für Bildungsaufträge vorhanden, weil das ein angenehmer und schöner Fall ist. Nur, dass Sie Bescheid wissen, deswegen ist auch eben gerade nochmal die Notiz. Aber trotzdem, sehr schön aufgepasst, Klausi. Wie immer, man ist es von Ihnen gewohnt. Wichtige und richtige Einrufe. An der Stelle, wo wir das gerade dazwischen hatten, auch nochmal ein Hinweis für Sie. Es gibt, falls wir ACC fahren und LFM eventuell neu unterwegs sind, können Sie diese Guidelines auch auf der Homepage nachlesen, denn dafür gibt es ein, zwei Hinweise, die Sie beachten sollten, wenn Sie Fälle wie diesen reporten möchten. Jetzt habe ich, meine Damen, das ist ein wirklich Streit. Also ich sag mal so, es kann wirklich passieren, dass wir heute eine kleine Streitigkeit wegen diesem Fall haben werden. Und ich werde es auch extra nur fragend für Sie aufstellen und wir gucken mal, wie wir uns hier für diesen Fall entscheiden. Die Entscheidung bleibt am Ende noch bei mir und bei meinem Hammer, aber trotzdem werden wir das hier gemeinsam uns mal ansehen. Und nur ist die Frage, die ich Ihnen gerne stellen möchte, würden Sie das sehr schön finden, wenn ich Ihnen das jetzt nochmal untermale, weil dieser Fall ist wirklich, es könnte ein Gedicht werden. Möchten Sie dazu noch ein kleines Gedicht hören? Sprechen Sie sich auch ruhig mal vor, wenn Sie sich das wünschen, sagen Sie ruhig ja. Ich weiß auf jeden Fall, dass Rudi, der gute Mensch gerade aus der Jury, möchte das definitiv nicht haben, weil Rudi ist schon eingeschlafen nach dem ersten Fall. Meine Damen und Herren, wir fangen an mit einem kleinen Insider. Mal sehen, wie viele Menschen diesen Insider kennen. Wir befinden uns auf Le Mans. Wunderschönes Wetter. Es ist leicht herbstlich. Es hat so den Anschein, als wenn es doch etwas oranger ist heute. Als wenn die Blätter, das mag, ich bin gespannt, ob jemand das gerade rausfindet mit Le Mans. Die Blätter, leicht orange. Es ist wirklich ein wunderschöner Tag. Es könnte sich in die Synapsen einbrennen. Sie könnten mit Ihrem kleinen Teppich GTI rausgehen und mit Ihrem Pfiffi ein bisschen spazieren gehen, einfach über die Wiese schlendern, einatmen und Sie können die Natur in sich aufnehmen. Sie hören zwischendurch das ein oder andere Geräusch mit währenddessen Sie durch die Wälder schleichen. Und währenddessen Sie dieses hören und das eine hören Sie ein lautes Krabababum. Und nun stellt sich die Frage, warum ist dieses Krabababum entstanden? Man kann sich nicht so wirklich sicher sein, warum es entstanden ist. Eventuell hat eine Mücke einen Bären gestochen und der Bär laut aufgeschrien. Man ist sich an dieser Stelle nicht so sicher. Aber glücklicherweise haben wir die Möglichkeit, uns dieses Videomaterial diesbezüglich nochmal anzuschauen. Und jetzt bin ich sehr gespannt, ob endlich jemand das verstanden hat, warum das hier Le Mans ist. Lassen wir es mal laufen. Ich bin wirklich, ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich bin enttäuscht von der Jury, dass immer noch keiner geschrieben hat, warum das hier Le Mans ist.
Es erfüllt mich mit Traurigkeit. Normalerweise, wenn unsere Sim-Racing-Community irgendwo auch nur ansatzweise mal genannt wird, im Internet, in irgendwelchen Nachrichten, im Film, dann wird da immer komplett ausgerastet. Aber Dankeschön, Marius und Kylent, dass sie es endlich mal aufgedeckt haben, dass Gran Turismo gesagt hat, dass Ungaroring Le Mans ist. Es wird ja wohl bitte auch mal Zeit. Gucken wir weiter. Hat schon jemand rausgefunden, wer die Mücke ist? Und der Bär? Währenddessen wir uns das Material hier ansehen. Ui. Hier geht's auf jeden Fall auf Tuchfühlung. So, jetzt muss ich Sie mal fragen, nachdem das Material hier gelaufen ist. Wir gucken uns das nochmal an, kurz. Warten Sie. Wir hatten einen sehr tüchtigen Bürger, der sehr viel Material aufgenommen hat. So, jetzt frage ich Sie da draußen in der Jury, was würden Sie jetzt sagen? Ich bin sehr gespannt. Jetzt bin ich gespannt, was Sie da draußen sagen zu diesem Vorfall auf Le Mans. Kann ich das nochmal sehen? Ich zeige Ihnen das gerne nochmal von oben hier, warten Sie. Aber alles nochmal, das würde jetzt den Rahmen sprengen. Wir sind ja hier nicht im Kino. Also erstmal vorweg möchte ich hier kurz anmerken, ich weiß leider nicht, was diejenigen Menschen dort zu Hause für eine Hardware an ihrem Computer haben, aber ich habe das Gefühl, dass bei dem Unfall alles so doll gewackelt hat, dass der USB-Stecker aus den Pedalen rausgefallen ist. Weil ich kann mir das wirklich nicht erklären, warum beide nicht die Bremse gedrückt haben. Das kann wirklich nur der grobe Zufall gewesen sein, dass die Bus-Shaker so doll reingekickt haben, dass das USB-Kabel aus dem Pedal rausgefallen ist. Also anders kann ich mir das wirklich nicht erklären. Das möchte ich erstmal vorweg sagen. Das erschien mir schon ein bisschen kurios, dass beide irgendwie die Bremse nicht gefunden haben. Was natürlich ein bisschen ärgerlich ist, weil dadurch Folgeunfälle entstanden sind. Also falls Ihnen das da draußen auch mal passieren sollte, bitte drücken Sie die Bremse, okay? Aktivieren Sie die Bremse. Ich weiß, es ist ärgerlich und man hat in dem Moment den Kopf nicht da, aber trainieren Sie sich bitte dazu, einfach sofort in die Bremse zu treten. Das wäre wirklich ganz schön. Das wäre super. Aber wer ist denn jetzt hier aus Ihrer Sicht schuld? Da bin ich sehr gespannt. Lassen Sie mich mal daran teilhaben, was jetzt für Sie da das Urteil wäre. Ich lese einmal BMW, okay. Beide. Ich würde sagen, nothing, just an incident. Porsche für beide. Beide geht nicht, wir müssen uns für einen entscheiden. Die Front vom Porsche war vielleicht unter dem Heckflügel, das Vorderrad. Ja, BMW, fürs nicht bremsen. Okay. 60 Porsche, 40 BMW. Gefühlt der BMW, weil der aber richtig die Tür zugeledert hat. Okay. Dann gehen wir jetzt mal auf die ganz genaue Analyse, nachdem Sie sich jetzt dazu geäußert haben. Und wir schauen uns nochmal das hier genau an. Wir achten jetzt mal auf die Lenkung. Das ist dieser weiße Punkt hier. Achten Sie mal da drauf. Hier beginnt schon der Einlenkprozess. Ist der Porsche an dieser Stelle schon neben dem BMW beim Einlenkprozess? Was würden Sie sagen? Wir müssen jetzt bedenken, wir gucken ein bisschen schräg von hinten runter. Nee. Free Race mit dem Ja. Free Race, ich muss kurz eine Frage stellen in den Juniorenbereich. Haben Sie heute Möhren gegessen für den Durchblick? Möhren sind gut fürs Auge. Bellkatze auch mit dem Ja. Gut, Bellkatze auch Möhren gegessen heute. Okay, pass auf, wir machen das. Wir gehen noch analytischer an die ganze Sache. Wir lassen den Flummi jetzt auf 0,25 laufen. Die Möhren haben geschmeckt. Prima. Der Einlenkpunkt beginnt sogar noch früher. Und es spielt auch keine Rolle, ob da der Einlenkpunkt ist oder nicht, Free Race. Es geht darum, dass der BMW sein Recht auf Verteidigung wahrnimmt und das hier auch macht. Gucken Sie, er fährt jetzt rüber.
Und jetzt kommt schon der Gegenlenkprozess. Also jetzt schon. Und der Porsche ist nicht mal ansatzweise daneben. Klar möchte der Porsche da jetzt noch reingehen. Der BMW ist leicht rüber und hat früh schon den Einlenkprozess angefangen. Hier. Weil er möchte das ja logischerweise verteidigen. Ist nicht clever verteidigt. Müssen wir nicht drüber reden. Also es wäre schon sinnvoller gewesen, komplett auf der linken Linie zu bleiben. Er wollte sich aber noch ein bisschen Schwung mitnehmen. Nehme ich mal jetzt an. Und der Porsche hat da seine Möglichkeit gesehen. Nichtsdestotrotz ist er bei dem Unfall nicht neben dem BMW. Das heißt also, man könnte jetzt sagen, gut, Race-Incident und dies, das, Ananas, könnte man alles machen. Aber er ist hier zu dem Zeitpunkt nicht daneben. Dass beide übrigens danach nicht gebremst haben, ist eigentlich noch die viel größere Katastrophe. Das funktioniert hier aber in dem Justiz nicht, dass wir den beiden nochmal einen auf den Deckel hauen können. Also an der Stelle hier, auch das sind Dinge, die können wirklich mal passieren. Und das ist auch überhaupt nicht wild, dass diese Dinge hier passieren. Ist es wirklich nicht. Weil wenn man sich nicht ausprobiert, kann man keine Erfahrung sammeln. Ich meine, wenn du das jetzt hier in jedem Rennen machst, dann wird es nachher ein bisschen kacke, ne? Also falls du überall deinen Rüssel reinhalten willst und an jedem Hintern schnüffeln möchtest, dann wird es irgendwann ein bisschen schwierig. Aber mal, es kann passieren, da reinzugehen und da rein zu wollen. Nichtsdestotrotz möchte ich darauf aufmerksam machen, bitte treten Sie bei solchen Fällen immer auf die Bremse. Immer auf die Bremse treten. Weil auch hier, beide stehen nicht auf der Bremse. Und ich kann auch verstehen, und das erkläre ich Ihnen jetzt aus meiner eigenen Sicht, ich kann auch verstehen, dass man maximal schlecht drauf ist, wenn solche Sachen passieren. Weil man fährt ja nur auch mal für Punkte und man möchte ja auch gewinnen und man hat einen gewissen Ehrgeiz. Und es regt einen einfach auf, wenn irgendwer am Auspuff schnüffelt und dich irgendwo hinschiebt. Es gibt aber immer eine Konsequenz daraus und die Konsequenz ist, dass man noch mehr Menschen mit reinreitet in die Scheiße und das muss nicht sein. Und hier bremsen beide Autos nicht. Und die Kacke an der ganzen Sache ist, der BMW, also da kommt übrigens noch ein Auto angeflogen an der linken Seite, da kann man das sehen, der wurde auch rausgeschoben. Der BMW bremst nicht und dadurch gibt es nochmal einen Folgeunfall. Hier bei der Justizsprechung können wir uns nur auf diesen Unfall konzentrieren. Also theoretisch hätte jetzt der BMW sich auch selber reporten können oder der Porsche den BMW für Nichtbremse halten oder jemand anderes hier hätte das machen können. Der BMW hat jetzt aber beim Porsche angeklopft und hat gesagt, du Magger, das Manöver fand ich nicht geil. Deswegen kann das von der Justiz nur so bearbeitet werden. Alles andere, was hier mit drin ist, kann hier zu dem Zeitpunkt nicht bewertet werden. Alright? Also nicht, dass sich jemand aufregt, weil in der Theorie für mich jetzt als nicht als Jutke, sondern als Nils, würde ich das auch ihm gerne noch einen Hauruck machen. So, ist aber nicht daneben. Es müsste theoretisch, um es daneben zu nennen, müsste Vorderrad an Hinterrad sein, dann ist man daneben und das ist einfach nicht gegeben an der Stelle. Und dadurch gibt es einfach mal Causing a Collision und Causing a Collision sind 0,6 Safety Rating abgezogen. Das schmeckt nicht. So, meine Damen und Herren. Haben wir den Fall abgeschlossen?